Warum sollte denn jetzt jemand am Online-Kongress für ein neues Gesundheitsbewusstsein teilnehmen? Ja, also aus meiner Sicht ist es eigentlich die wichtigste Kernaufgabe des Menschen, für seine eigene Gesundheit, für sein eigenes Bewusstsein zu sorgen. Bewusstseinsentwicklung ist etwas, was man selber steuern muss. Die Herausforderung ist natürlich insofern eine große, dass wir Menschen immer weniger Zeit haben, uns mit uns selber zu beschäftigen. Und wenn wir über Bewusstseinsentwicklung reden, dann ist das natürlich der erste Weg dorthin, dass wir bereit sind, eine gewisse Menge an Zeit in uns selbst zu investieren, um unser Bewusstsein zu entwickeln. Und die Interviewpartner vom Jens sind in der Lage, hier viele Impulse zu geben in verschiedenen Richtungen, wie wir unser eigenes Bewusstsein verändern können. Und wir Menschen können ja am Schluss eigentlich mit uns selber nur zufrieden sein, wenn wir höchstmögliche Gesundheit haben, körperlich und auch psychisch, wenn wir in der Lage sind, mit unseren Mitmenschen entsprechend gut umzugehen. Also so, wie wir es gerne hätten, sollten wir es eigentlich mit den anderen machen. Das ist auch schon ein kleiner Bewusstseinsprozess, der stattfindet. Einfach mal darüber nachdenken. Und in letzter Konsequenz, die Einzigen, die auf dieser Welt etwas ändern können, ist jeder Einzelne von uns. Wir können nicht davon ausgehen, dass irgendjemand für uns etwas ändern kann. Und die Veränderung findet genau in der Sekunde statt, in der wir uns selbst verändern. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht die Aufgabe der Bewusstseinsentwicklung. Und das ist, glaube ich, auch die Idee von dir, Jens, die Menschen dazu zu bringen, in diese Richtung loszustarten. Und wenn wir das gemeinsam schaffen, und ich habe das beim letzten Kongress schon gesehen, da ist sehr viel Energie drinnen, da ist sehr viel Herzblut drinnen, und die Runde war riesengroß, oder das Echo war riesengroß, und das zeigt uns doch, oder, dass das sehr viel Sinn macht, was da passiert. Danke für diese Worte. Gerne.